Aus Abendfrieden. Hübscher, so seinen Lebensabend zu verbringen, nicht? Was? Lebensabend? Da? Ja, private Pension für alte Leute. Ah, sowas gibt's? Wenn man ein bisschen Geld hat. Haben Sie jemanden da? Meine Tante. Großtante. Warten Sie bitte. Hm. Wer ist da? Stanz ist mein Name. Jakob Stanz. Ich hätte gern Frau Osshaupt gesprochen. Wen bitte? Regina Osshaupt. Die ist doch bei Ihnen. Bei uns? Ja, im privaten Seniorenheim Abendfrieden. Moment mal bitte. Hallo? Ja? Wer ist da bitte? Aber das habe ich Ihnen doch gesagt. Stanz ist mein Name. Jakob Stanz. Ich hätte gern Frau Osshaupt gesprochen. Frau Osshaupt? Ja, Sie hören doch. Osshaupt. Ich bin Ihr Neffe. Frau Osshaupt hat keinen Neffen. Ihr Großneffe. Ich bin Ihr Großneffe. Was wollen Sie denn von Frau Osshaupt? Herr Gott, nochmal, ich habe eine Mitteilung zu machen. Ich möchte Sie mal sehen, mal wiedersehen. Ist es denn nicht möglich? Moment bitte. Schwester von mir sein, glaube ich. Wie sieht er für dich aus? Meine, was für einen Eindruck macht er auf dich? Kann ich noch nicht sagen. Für mich macht er einen unangenehmen Eindruck. Ich rede. Gut, du tust es. Aber ich will dabei sein. Aber es sollte nur einer reden. Darauf hatten wir uns ja geeinigt. Du tust es. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin Helene Schübel. Die Besitzerin. Ja. Meine Schwester Margarete. Bitte kommen Sie rein. Ein hübsches Haus hier. Bitte, kommen Sie. Es ist wirklich alles sehr, sehr hübsch. So fast im Lande. So ein schönes Haus, Wald in der Nähe. Frische Luft, merkt man gleich. Ja, das ist wahr. Bitte kommen Sie weiter. Bitte. Frau Osshaupt ist Ihre, wie sagten Sie doch? Großtante. Mögen Sie etwas trinken? Wenn Sie was haben. Zeigt doch mal Herrn Stanz, was wir so haben. Ja, selbstverständlich. Bitte sehr. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Dann nehme ich gerne etwas. Was empfehlen Sie denn? Lassen Sie sich überraschen. Ich liebe einen ganz besonderen Likör. Er ist kräftig und aromatisch. Meine Schwester mag ihn nicht. Sie hat einen anderen Geschmack. Ich hoffe, Sie verstehen etwas davon und können einen Muslim abgeben. Über Likör weniger. Ich habe lieber so einen richtigen Aufreißer. Ich meine, einen kräftigen, klaren, früher sagt man Kutschenschnaps. Dann werden Sie diesen Likör kaum würdigen können. Ich will niemanden beleidigen. Ich finde ihn zu herb. Für mich schmeckt er... Ja, ich weiß, Margarete, dass ich dich kränke, aber bitter. Ja, ich finde kein besseres Wort. Bitter. Das will ich nicht sagen. Das ist ein ganz, ganz vorzüglicher Likör. Etwas eigenartig. Aber gerade dadurch etwas Besonderes. Sehr gut. Also das gefällt mir, wie Sie das sagen. Eigenartig und dadurch etwas Besonderes. Also das haben Sie fabelhaft ausgedrückt. Mögen Sie rauchen? Zigarren? Wir haben auch sehr gute Zigarren. Ich will sie mal versuchen. Recht gut. Feuer, Margarete. Bitte setzen Sie sich. Moment mal, erst die Spitze. Ach so, ja, das haben wir leider nicht. Es geht schon. Okay. Ja, das macht nichts. Das ist wirklich große Klasse.
habe sie gekauft, weil sie so gut aussehen. Sie sehen kostbar aus, nicht? Typisch, Margarete. Entschuldige. Nein, ich verstehe dich doch. Aber meine Liebe. So, und jetzt, wo ist denn nun meine Großtante? Sie ist... Ich muss da vorher etwas klären. Sie entschuldigen bitte. Aber sobald ich mich erinnere, erwähnt Frau Oshaupt keinen einzigen Verwandten. Da heißt es nur... Ja, sie sei völlig alleinstehend. Hat sie das angegeben? Ja, das hat sie so angegeben. Das kann ich schon erklären. Das ist nämlich so. Meine Tante und ich... Sagen Sie nicht Großtante? Großtante. Wir hatten keine Verbindung miteinander. Unser Leben lang nicht. Denn schließlich, die Schwester meines Großvaters, da gibt es keinen verwandtschaftlichen Verkehr mehr. Ah ja, das ist eine Erklärung, Helene. Sie hatten keine verwandtschaftlichen Beziehungen. Ja, natürlich, wenn sie sagte, alleinstehend, dann war es auch so, wie sie sagte. Weshalb wollten Sie denn plötzlich Ihre Großtante sprechen? Ja, muss ich Ihnen das sagen, bevor ich eine Audienz kriege? Margarete. Audienz ist gut. Ja, hört sich ja beinahe so an. Außerdem, ich habe etwas durchaus Erfreuliches mitzuteilen. Na, da kann man ja wohl seine Zweifel haben. Sie hat geerbt. Na, schauen Sie, was? Geerbt? Wie kann man denn erben, wenn man keine Verwandten hat? Das ist eine ganz verrückte Geschichte. Sie hat vor Jahren, das heißt vor 40 Jahren, einem Geiger das Musikstudium bezahlt. Der Geiger ist berühmt geworden und zu Geld gekommen und hat nun in seinem Testament seiner ehemaligen Gönnerin gedacht. Geiger? Steht in Ihren Papieren was von einem Geiger? Nein. Aber es stimmt, was ich sage. Ich habe es von einem Rechtsanwalt, der sich bei mir nach meiner Großtante erkundigt hat. Rechtsanwalt? Erkundigt? Frau Oshaupt. Warum wiederholen Sie eigentlich dauernd, was ich sage? Hat sich der Mann noch nicht gemeldet? Nein, hier nicht. Bei dir? Frau Rechtsanwalt? Bei mir nicht. Das... Also kein Rechtsanwalt? Nein. Können Sie nicht bitte jetzt endlich meine Tante rufen? Ich muss mich ja schließlich um Sie kümmern. Sie ist ja steinalt. Verzeihen Sie. Sie ist... Wie 82. Alt ist sie? 82. Nun sehen Sie, was Sie heute erbt, gehört morgen mir. Also, wo ist sie? Ja, also zunächst einmal, sie ist nicht hier im Hause. Was? Nicht im Haus? Nein, wir haben ein zweites Haus in Weilheim, das Doderer Haus. Wissen Sie ja, manche unserer Insassen bevorzugen dieses Haus wegen der Ruhe. Sie ist also gar nicht hier? Nein, es wird überhaupt sehr schwierig sein, mit ihr zu sprechen. Schwierig? Ja, weil sie können sich ja durchaus ablehnen, mit ihnen zu sprechen. Wieso denn? Weil unsere alten Leute, ich meine unsere Gäste, die wollen ihre Ruhe haben. Worauf wir Rücksicht nehmen, nicht wahr? Wir müssen tatsächlich Frau Oshaupt erst fragen, ob sie mit ihnen sprechen will. Jetzt bin ich aber sprachlos. Sie meinen, sie will vielleicht gar nicht mit mir sprechen? Ja, das halte ich durchaus für möglich. Wissen Sie, sie ist etwas eigenartig, nicht? Sie hat sich ganz zurückgezogen, nicht? Margarete! Ja, Sie geben uns am besten Ihre Adresse und wir sagen Ihnen dann Bescheid. Nun gut, haben Sie einen Zettel? Dann schreibe ich Ihnen die Adresse gleich auf. Kann man denn nicht mal versuchen? Wo ist sie, sagten Sie? Ich meine, es macht mir nichts aus, gleich hinzufahren. Weilheim, sagten Sie? Ja, das sagte ich. Doderer Haus. Sie werden sie nicht finden. Was machen wir jetzt? Wir sagen einfach, sie will ihn nicht sehen. Hast du nicht gehört? Ein Rechtsanwalt wird kommen. Ach, das habe ich ja ganz vergessen. Ein Rechtsanwalt. Gib mir ein Likör. Sind wir in Schwierigkeiten? Ja, wir werden Alphonse anrufen müssen.
Weißt du einen anderen Ausweg? Der hat auch keine Ahnung. Kennt kein Doderer Haus. Hören Sie, wir fahren jetzt eine Stunde rum in Weilheim und suchen dieses Haus. Meine, mir soll's recht sein, aber haben Sie gesehen, wie der Taxameter steht? 85 Mark, ich hab's gesehen. Jetzt fahren wir zur Landpolizei. Irgendeiner muss doch wissen, wo das Doderer Haus ist. Wissen Sie, was Sie sagen? Es gibt kein Doderer Haus. Ja, und jetzt? So eine Telefonzelle. Vielleicht ist es der Juwelier. Nein, das glaube ich nicht. Ja, bitte. Ach, Sie sind Herr Stanz. Was sind Sie? Sie haben das Doderer Haus nicht gefunden. Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Das Doderer Haus gibt es nicht. Ich fahre seit einer Stunde durch den ganzen Landkreis, frage alle Leute. Auch die Polizei. Ja, auch die Polizei. Das Doderer Haus ist unbekannt. Jetzt frage ich Sie, wo ist Frau Oshaupt? Ich bitte, ja, Moment noch. Ich übergebe den Hörer. Hallo? Wer sind Sie denn? Wer spricht denn da? Das spielt doch keine Rolle. Ich möchte Sie gern sprechen, noch heute Abend, falls Sie Zeit haben. Diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, jedenfalls nicht jetzt. Aber Sie hören doch, dass ich mich mit Ihnen treffen will. Gut. 19 Uhr. Wo ist das? Ja, ist gut. Aber wie erkenne ich Sie da? Bei wem soll ich mich melden? Beim Wirt. Und was soll ich da sagen? Ja, ist gut. Aber ich sage Ihnen gleich, ich finde das alles ziemlich merkwürdig. Fertig, Harry. Moment, noch, Stefan, da kommt gerade eine Meldung rein. Ja, aber was ist es denn nun? Ein Verkehrsunfall oder? Ach, direkt drauf zu, meinen die Zeugen. Dass es so aussah, als wäre jemand absichtlich überfahren worden. Ja, und die Zeugen meinen? Also Mord. Ja, und wo ist das? Naja, das kann ich mir merken. Ja, wie gesagt, der Mann, der Tote hier, kam über die Straße von dort. Genau von da, so quer rüber über die Straße und in dem Moment fährt da hinten ein Auto los. Das er hinten geparkt hatte? Ja, das er hinten geparkt hatte. Fährt also los, ohne Licht und gleich so, dass die Räder, dass die Radierten auf dem Boden durchdrehten. So fuhr er an und er erwischte den Mann hier frontal und hat ihn auf die Seite geschleudert. Was für ein Wagen war es denn? Marke, Modell, Farbe? Vielleicht haben Sie die Nummer erkannt. Nein, der fuhr ja ohne Licht los. Ja. Und so, als ob er auf den Mann gezielt hätte. So schnurstracks. Na gut, wir werden das alles zu Papier bringen. Wer ist denn der Tote, Harry? Stanz, Jakob Stanz. Also, es war ein VW. Ich glaube, es war ein VW, ja, ein VW Golf. Und die Farbe war braun. Kann natürlich auch grau gewesen sein. Sie glauben also, es war ein Mann am Steuer? Ja, es war ein Mann am Steuer. Sind Sie sich da sicher? Wissen Sie, so hell war es ja auch nicht. Und der fuhr in einem Affenzahn los, ohne sich auch nur umzudrehen. Kommen Sie, setzen Sie sich da, ja. Also, wie sieht's aus? Es soll ein Audi gewesen sein, rot. Er hatte geparkt, fuhr plötzlich los, ohne Licht. Ja, ist prima. Der Zeuge da drüben spricht von allem möglichen, fahren bloß nicht von rot. Wir haben Spuren gesichert. Lackspuren, Metallteile von einem Scheinwerfer-Zierring, Glassplitter vom Scheinwerfer. In die Kleidung des Roten wird untersucht, dann wissen wir genau die Farbe. Die Frage ist, ob Stanz absichtlich überfahren wurde. Da bin ich ziemlich sicher. Warum? Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen der Zeugen sieht es tatsächlich so aus. Es gibt eigentlich keine andere Erklärung. Jakob Stanz,
32 Jahre alt. Besondere Kennzeichen keine. Danke. Haben Sie den Mann schon mal gesehen? Vielleicht ein Gast Ihres Lokals? Nein, der war noch nie hier. Ich habe ein gutes Gedächtnis für Personen, aber den kenne ich nicht. Er heißt Stanz. Stanz? Ja, haben Sie den Namen schon mal gehört? Naja, also haben Sie den Namen schon mal gehört? Heute Abend. Jemand rief an und sagte, er sei verabredet mit einem gewissen Stanz. Der Mann würde sich bei mir melden. Ich sollte ihn bitten, einen Moment zu warten. Wann war das? Ja, gegen 6:30. Der Tote da draußen, das ist dieser Stanz. Ja, wer hat angerufen? Hat der Anrufer seinen Namen genannt? Nein. Haben Sie vielleicht die Stimme gekannt? Nein, also gekannt. Gekannt habe ich sie nicht. Sie sind nicht ganz sicher, ne? Üblich wäre es doch, dass ein Ihnen unbekannter Anrufer sagt, bestellen Sie bitte Folgendes von dem und dem, und dann nennt er seinen Namen. Ihm vielleicht nicht gesagt, weil er dachte, Sie kennen ihn sowieso. Nein, also die Stimme, die hab ich nicht erkannt. Vielleicht nicht genau erkannt. Nein, also ich... Tut mir leid. Der Wirt kennt die Stimme, er hat sie erkannt, da bin ich ganz sicher. Er sagt's nur nicht, aus irgendeinem Grunde sagt es nicht. Ja, vielleicht deckt er irgendeinen Stammkunden von ihm, das könnte sein, hä? Ja, es kann sein. Ja, hier ist es. Hier wohnt Stanz, beziehungsweise wohnte. Müssen wir nur einen Parkplatz finden. Ja. Polizei? Ja, wohnen Sie hier? Ja. Ist was passiert? Ja, Herr Stanz ist tot. Tot? Er ist überfahren worden. Ein Unfall? Das wissen wir leider nicht genau. Ja, um Gottes... Kommen Sie einen Augenblick herein, bitte. Danke, ich brauche Sie jetzt nicht. Das ist der Kleine. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Wie ist denn das passiert? Tja, wie gut kennen Sie Herrn Stanz? Wir sind Nachbarn seit Jahren. Wir kennen uns, wie man sich halt als Nachbarn kennt. Er spielt ab und zu mit meinem Mann Karten. Ich helfe ihm ab und zu beim Einkaufen. Ja. Er lebt allein. Ja, ich verstehe schon. Haben Sie ihn heute Abend gesehen? Ja, er hat noch bei uns geklopft. Er hat gesagt, er geht ins Weinhaus die Traube. Traube? Weil er sich dort mit jemand verabredet kennen hat. Kennen Sie das, Luca? Nein. Ja, wissen Sie, wen er dort treffen wollte? Ja, einen Herrn, den er selber nicht kennt. Etwas eigenartig. Ach, wieso eigenartig? Ja, er sollte sich beim Wirt melden. Beim Wirt? Sagen, dass er Stanz ist und dass er erwartet wird. Stanz hat Ihnen nicht gesagt, was diese Verabredung bedeutet, worum es da geht. Nein, das hat er nicht gesagt. Mhm. Ist er dort überfahren worden? Ja, vor dem Lokal, das heißt, bevor es erreichte. Ein Wagen, der da geparkt hatte, der scherte ganz plötzlich aus und überfuhr ihn. Großer Gott. Dabei war er heute so glücklich. Er hat gehofft, dass es ihm jetzt endlich besser gehen wird. Ging es ihm schlecht? Na, er hat seine Stellung verloren. Und gestern hat er mir erzählt, dass er eine Erbschaft machen wird. Das heißt, eine Tante oder Großtante. Eine entfernte Verwandte jedenfalls, die sehr alt ist und völlig allein steht. Könnte die Verabredung, die Stanz hatte, vielleicht irgendetwas mit dieser Erbschaft zu tun haben? Ja, das weiß ich nicht. Er war nur so gut gelaunt und... Warten Sie mal, er sagte... Da wittere ich was... Ja, da wittere ich was... Die Erbschaft betreffend? Nein, ich glaube, das hing eher mit seiner Verabredung zusammen. Tja, na, Harry, also, er muss wohl hier umsehen müssen. Unter seinen Papieren wird sich wohl finden lassen, mit wem er verwandt war. Vielleicht finden wir sogar einen Hinweis, mit wem er sich hätte treffen können. Ich habe Ihnen ein bisschen was zurechtgemacht. Sie werden Hunger haben. Das ist aber haltvoll. Das ist sehr freundlich, vielen Dank. Haben Sie Ihren Nachbarn auch so verwöhnt? Wer konnte für sich selber sorgen? Danke. Sie, das war kein hilfloser Tipp.
Unordentlich, ja, das schon. Haben Sie was gefunden? Nee, bis jetzt noch nicht. Moment, hier ist was. Zettel. Sieht aus wie eine Notiz, die man sich beim Telefonieren macht. Mein Name zu der Worte. Wer ist denn das? Oshaupt. Oshaupt? Ja, jetzt erinnere ich mich. Das hat er erwähnt. Seine Tante oder Großtante heißt so. Und das hier? Es liest sich wie Haus Abendfrieden. Na, das sagt mir nichts. Bisschen aufnehmen. Und was weiter? Naja, fahr noch mal ins Weinlokal. Danke. Ja, den Wirt fragen, der müsste was wissen. Mhm. Dann meine will ich auch. Da ist noch jemand an der Tür. Nicht aufmachen, die Leute sehen ja schließlich das. Was wollen Sie denn noch? Es geht immer noch um den Todesfall vor Ihrer Tür hier. Ja, dabei kann ich Ihnen doch nicht helfen. Sie sehen doch, dass wir geschlossen haben. Nur noch ein paar Fragen. Wissen Sie, der Fall hat eine gewisse Wendung genommen. Es hat sich der Verdacht erhärtet, dass es sich nicht um einen Verkehrsunfall handelt, sondern um Mord. Wie kommen Sie denn darauf? Das ist doch... Das ist völlig absurd. Wie kommen Sie auf Mord? Da ist jemand wie ein Verrückter losgefahren. Ohne Licht. Vielleicht betrunken oder hat einfach nicht aufgepasst. Wie kommen Sie denn auf Mord? Meine Frau, sie ist genauso entsetzt wie ich. Es passiert ja schließlich nicht jeden Tag, dass man Toten vor der Tür liegen hat, nicht? Also, wer hat sich mit Stanz verabredet? Das hab ich Ihnen doch schon gesagt, ich weiß es nicht. Der Anrufer, der Mann, der Sie gebeten hat, Stanz zu sagen, dass er später kommt. Wer war das? Ja, muss ich das alles nochmal sagen? Ich weiß es nicht. Wissen Sie, wer es war? Sie? Sie hat keine Ahnung. Das Gespräch habe ich entgegengenommen. Meine Frau, die weiß überhaupt nichts. Ich habe überhaupt noch nicht mit ihr gesprochen. Gut, dann erklären Sie mir mal, warum der Mann nicht gekommen ist. Er müsste sich doch gemeldet haben, hat er aber nicht, ne? Nein. Der Garde, das macht ihn ja verdächtig. Überhaupt nicht! Nein. Wieso sind Sie denn da so sicher? Also der Wirt weiß mehr, da besteht für mich kein Zweifel. Ja. Ist aber ganz schön nervös, seine Frau auch. Abendfrieden. Haus Abendfrieden, was könnten das sein? Das klingt so nach Seniorenheim, was? Mhm. Aha. So sieht also ein Seniorenheim aus. Sieht aus wie ein Ferienheim. Ja. Es sollte es ja auch sein. Was soll es sein? Ich meine, im Alter sollte man ja Ferien haben, oder nicht? Aha. Wer ist da bitte? Mein Name ist Derrick. Ich hätte gerne mit Frau Oshaupt gesprochen. Frau Oshaupt? Ja, lebt sie nicht hier? Moment mal bitte. Herr Derrick, sind Sie Rechtsanwalt? Nein, ich bin von der Kriminalpolizei. Hallo? Bitte, kommen Sie herein. Danke. Wie findest du sie? Wie soll ich sie finden? Ich kann noch nichts sagen. Auf mich waren sie einen unangenehmen Eindruck. Bitte, verliere jetzt nicht die Nerven. Bitte. Danke. Kommen Sie herein. Kriminalpolizei, sagten Sie. Ja, ja. Sie machen uns ja direkt ängstlich. Guten Tag.
Das ist aber gar nicht unsere Absicht. Sind Sie die Besitzerin dieses Hauses? Ja, ich bin Helene Schübel. Das ist meine Schwester Margarete. Ja, das ist ein sehr schönes Haus. Ja, das ist es. Das ist unser Elternhaus. Es wurde schließlich zu groß für uns beide und da sind wir auf die Idee gekommen, so eine Art Pension für ältere Leute daraus zu machen. So bekam dieses Haus seinen Sinn, nicht? Und wir beide angenehme Gesellschaft. Wir nehmen ja nur Gäste auf, die uns gefallen und die zu uns passen. Das hört sich alles sehr gut an. Wie viele Gäste haben Sie denn, oder wie sagt man denn? Ja, nein, richtig. Sagen Sie ruhig Gäste. Es sind liebe Gäste für uns. Zurzeit haben wir 6. Nein, 5. Wie komme ich auf 6? 5 sind es. Ah ja. Und dabei ist Frau Oshaupt. Ja, Frau Regina Oshaupt. Die hätten wir ganz gerne mal gesprochen. Ist das möglich? Sie wollen mir nicht sagen, um was es sich handelt. Wissen Sie, wir halten Unangenehmes so gerne fern von Ihnen. Das verstehe ich sehr gut. Es tut mir sehr leid. Ja, bitte. Schon gut. Bitte. Danke sehr. Ich habe Ihnen hier jemanden vorzustellen. Die Herren sind... Bitte tun Sie es nicht. Wir wollen wie immer versuchen zu erraten, was Sie sind. Ach ja, eine sehr gute Idee. Aber Verzeihung, ich... Nehmen Sie uns doch nicht das Vergnügen. Sie müssen entschuldigen, mein Herr, aber es ist eine Art Spiel. Ein Gesellschaftsspiel. Ja, das wollte ich ja sagen. Ja, ich weiß, was du sagen wolltest. Aber bitte, meine Herren, meine Damen, die... Weil Sie so amtlich aussehen. Aber die Herren sehen doch nicht amtlich aus. Ja, ich weiß nicht, ob man amtlich sagen kann, aber Sie vertreten doch was, hm? Sie sind von irgendeiner Firma. Aber hören Sie doch, und ich wiederhole Behörde. Sie sind von einer Behörde. Ja, wie kommen Sie denn darauf? Die Herren können gar nicht von einer Behörde sein. Ja, man sieht ganz deutlich, dass sie Humor haben. Auf einer Behörde hat man keinen Humor. Oder jedenfalls sehr selten. Ja, was sagen Sie denn, Frau Oshaupt? Ich weiß nicht, wer die Herren sind. Wir sollten sie es uns sagen lassen. Es sind Polizeibeamte. Und sie wollten zu Ihnen, Frau Oshaupt. Zu mir? Ja, soviel ich verstanden habe, hat man Fragen an Sie. An mich? Fragen? Die Polizei? Ja, was haben Sie denn verbrochen, verehrteste Frau Oshaupt? Die Polizei schickt 2 Leute. Ich bin mir keiner Schuld bewusst und infolgedessen sehr neugierig. Wir möchten gerne mit Ihnen allein sprechen. Ach, wir sollen hinausgehen. Hören Sie, mein Herr, wie nenne ich Sie? Ich bin ein ganz einfacher Kriminalbeamter. Aha, na ja, das erfordert Respekt. Aber dennoch, Sie haben es hier mit Leuten zu tun, von denen einer des anderen Freund ist. Was sehr selten ist. Aber was hier praktiziert wird. Na nun, keine Zustimmung? Doch, das ist richtig. Was nicht gesagt werden muss, sondern... Selbstverständlich ist. Bitte, gehen Sie so lange in den Garten. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich dabei bleibe, Frau Oshaupt? Aber ich bitte Sie, Herr Tante. Darf ich bitten? Danke. Worum geht es denn nun? Sie haben einen Neffen, einen Großneffen. Er heißt... Davon sprechen Sie. Es ist Stanz. Jakob heißt er, glaube ich. Ja, ich habe mehr als 20 Jahre nichts von ihm gehört und höre nun schon zum zweiten Mal von ihm. Zum zweiten Mal? Ja. Er war doch, so hörte ich, gestern bereits einmal hier. Leider konnte ich nicht persönlich mit ihm sprechen. Ich war unterwegs. Er war gestern hier? Ja. Gestern, gegen Mittag. Ich sagte ihm, dass Frau Oshaupt nicht im Hause sei. Was wollte Herr Stanz? Die Beziehung zu seiner Großtante auffrischen. Er hätte gehört, dass sie geerbt habe. Haben Sie geerbt? Anscheinend. Ja. Tatsächlich kam heute Morgen ein Schreiben von einem Rechtsanwalt, ein Violinvirtuose, der kürzlich in New York gestorben ist, hat Frau Oshaupt Geld vermacht. $100.000. Ja, ich war selbst sehr überrascht, aber auch erfreut. Darf man fragen, warum Sie in diesem Testament bedacht worden sind? Ach Gott, das ist eine ganz alte Geschichte. Sie liegt mehr als 40 Jahre zurück. Ich hatte selbst Mühe, mich daran zu erinnern. Frau Oshaupt,
liebt Musik. Ja, bitte lassen Sie es mich sagen, meine Liebe. Ja? Sie hat vor eben 40 Jahren einen Musikstudenten unterstützt, ihm das Studium bezahlt, weil sie an sein Talent geglaubt hat. Er hatte Erfolg. Das ist doch Dank genug. Ja, aber das Geld nehmen wir natürlich nicht. Da haben Sie doch keine Zweifel, meine Liebe. Gott, Geld, was ist denn Geld? Wir nehmen das Geld, weil wir es gebrauchen können. Wenn es sich um Geld handelt, sind doch alle Emotionen ganz unangebracht. Ja, schon gut, meine Liebe. Tja, weswegen wir nun hier sind. Ihr Großneffe, Herr Stanz, ist tot. Was? Wie? Tot? Der Mann, der mich gestern Morgen besuchte? Ja, er ist überfahren worden vor einem Weinlokal in der Innenstadt. Ach. Tot? Ja, er war sofort tot. Sonderbar. Nach 20 Jahren höre ich von einem Verwandten und verliere ihn. Einen Tag später. Das ist schmerzlich. Ich bin so froh, wieder hier zu sein. Bist du's? Oh, darf ich überhaupt noch du sagen? Aber ja, aber natürlich. Du hast dich sehr verändert in den 3 Jahren. Du bist erwachsen geworden. Hoffe ich. Es hat keinen Grund, dass es sich noch irgendwas ändert. Du musst uns mal freuen. Na bitte. Ich bin's mit Annabelle. Annabelle? Jetzt schon? Alfons, das ist nicht günstig jetzt. Wir haben den hübschen Besuch von... Bitte. Was hat sie? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir lieber durch den Hintereingang. Bitte komm schnell herein. Margarete, wer ist denn da? Übrig, uns für die Störung zu entschuldigen. Aber ich bitte Sie. Ich bedauere, dass ich nicht mithelfen konnte, diesen unglücklichen Vorfall aufzuklären. Dieser Verwandte, um es noch einmal zu betonen, war ein entfernter Verwandter, dass ich nicht einmal, ich bitte Sie, es mir nachzusehen, genügend Mitgefühl empfinde. Sehr schlimm. Nein. Tja, eine junge Dame, der man nun wohl die Hand küssen muss. Ach was, für mich ist sie, was sie war, ein Kind, unser Kind. Und deshalb küsse ich sie auch. Es wird doch niemand etwas dagegen haben. Weg von hier, nimm die Koffer und geh rauf. Polizei? Ja. Mädchen, was habt ihr ihnen denn gesehen? Ja, sie sagt es gut. Ja. Entschuldigung. Das ist wohl ein schönerer. Sie ist die Enkelin einer früheren Bewohnerin dieses Hauses. Guten Tag, grüß Gott. Guten Tag, ja, grüß dich. Herzlich, herzlich willkommen. Nun geht bitte hinauf, nicht? Margarete, zeigst du das Zimmer? Ja, das ist das Zimmer, das du kennst, dein Zimmer. Verzeihen Sie? Ja, bitte? Darf man fragen, wer Sie sind? Das ist mein Neffe, Herr Ullmann. Er ist Maler, Kunstmaler. Er hilft uns manchmal, wenn wir jemanden brauchen. Ja, das ist richtig. Ich habe Fräulein Schönerer vom Bahnhof abgeholt. Sie kommt aus Hamburg, sie hat dort... Aber das ist doch jetzt nicht wichtig. Geht bitte mit dem Koffer nach oben. Ich darf die Herzen kurbeln. Mein Liebes. Guten Tag. Sie sehen so gut aus wie immer. Ach. Aber ich vermisse jemanden. Wo ist denn Frau Osshaupt? Woran denkst du? Ich kann mir nicht helfen an Frau Osshaupt. Eine attraktive Frau. Ja, das ist sie. Die muss ja früher mein Bild hübsch gewesen sein. Sieht mir ja heute noch an. Ja. Weißt du, ich hatte den Eindruck, als spiele sie uns die ganze Zeit da irgendetwas vor. Ja, es war sowas wie
die große Szene für sie. Und sie hat das ehrlich genossen. Na, da ist was dran. Die ganze Zeit sehe ich sie vor mir. Irgendetwas an dieser Frau ist... Wir sollten sie es ist bemerkenswert. Ihre ganze Art, wie sie spricht, ich kann es nicht erklären. Vielleicht haben das ältere Leute so an sich. Entweder sind sie wieder fast kindlich oder weise. Überlegen. Überlegen? Ja. Jedenfalls tat sie so, wie jemand, der immer ein bisschen mehr weiß als man selber. Gehen wir ein Bier trinken? Ja, meinst du wirklich nur ein Bier? Haben Sie gesagt, weswegen Sie da sind? Nein, das haben Sie nicht. Lassen Sie nur, ich bitte Ihnen schon selbst. Drei Gewürzlinge, bitte. Also besonders erfreut sie denn nicht aus? Besten Dank. Na, haben Sie sich von Ihrem Schock erholt? Einigermaßen. Zuerst hatten wir Bedenken, dass der Besuch hier nachlässt. Naja, Todesfall direkt vom Lokal. Ja, machen Sie mir keine Sorgen. Tote werden schnell vergessen. Anfangs hatten wir große Schwierigkeiten, aber inzwischen wird es langsam besser. Jetzt haben Sie sicher ein paar Stammkunden. Ja, natürlich. Naja, Stammkunden sind ja nochmal das Rückgrat eines Lokals. Der junge Mann, der da gerade reingekommen ist, ist das auch ein Stammkunde von Ihnen? Wie? Ja, also, ja, er kommt. Er kommt, öfter. Würden Sie den Herrn an unseren Tisch bitten? Ja, wenn Sie wollen. Wie Sie meinen. Das ist doch interessant, was? Ja. Der muss aber hier ein guter Stammkunde sein. Jetzt erkenne ich Sie. Sie sind die beiden Polizeibeamten, die heute Mittag bei meinen Tanten waren. Das ist richtig. Wollen Sie einen Moment Platz nehmen? Ja, ich habe zwar nicht viel Zeit, aber einen Moment setze ich mich ganz gern. Ist das Ihr Stammlokal? Stammlokal ist zu viel gesagt. Ich bin öfter hier, sagen wir mal so. Ich wohne hier ganz in der Nähe. Ach, Sie wohnen nicht draußen bei Ihren Tanten? Nein, um Himmels Willen. Warum, um Himmels Willen? Ist doch sehr hübsch da draußen. Ja, ja, schon. Aber es gibt eine Menge alter Leute, die alle irgendwo... Ja, wieso, was meinen Sie? Naja, die etwas sonderbar sind. Was heißt sonderbar? Ja, nicht ganz normal. Sie kennen Frau Aushaupt? Frau Aushaupt? Ja. Ja, ja, natürlich kenne ich sie. Eine ganz reizende alte Dame. In so ihren Neffen, ihren Großneffen, Herrn Stanz? Nie gesehen. Aber gehört haben Sie von ihm? Ja. Ja, natürlich habe ich von ihm gehört. Ich weiß auch, dass er gestern Abend hier überfahren wurde. Hatten Sie sich mit Stanz hier verabredet? Wie kommen Sie denn darauf? Das will ich Ihnen sagen. Stanz versuchte, seine Tante zu sprechen, er trifft sie nicht an. Und dann wissen wir, dass er hier sich mit irgendjemandem verabredet hat, mit einem Mann, wahrscheinlich in einer Sache, die seine Tante betrifft und die Erbschaft. Dass Frau Oswald geerbt hat, davon haben Sie doch gehört. Ja, natürlich habe ich davon gehört. Ich freue mich für die alte Dame. Ja, warum schmunzeln Sie da? Na, in dem Alter noch eine Erbschaft? Viel wird sie damit nicht mehr anfangen können. Viel bestimmt nicht. Also, wir nehmen an, dass Stanz in Verbindung mit dieser Erbschaft hier eine Verabredung hatte, mit einem Mann wohlgemerkt. Und der einzige Mann weit und breit, den ich mit Stanz in Verbindung bringen könnte, das sind Sie. Ich? Ja, Sie. Ist doch Ihr Stammlokal, nicht? Deshalb meine Frage, hatten Sie sich mit Stanz hier verabredet? Nein. Nein, ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich den Mann nie kennengelernt habe. Ja, natürlich nicht. Sie haben sich hier mit ihm verabredet, weil Sie ihn kennenlernen wollten. Sie gehen ja ganz schön auf mich los. Was für einen Wagen haben Sie? Fahren Sie einen Golf? Nein, ein Audi. Sie haben hier eine Delle in der Stoßstange. Ja. Bin ich in der Garage gegen die Wand gefahren. Gegen einen Werkzeugkasten. Das war vor einem Jahr. Wohl ergebnislos, was? Eine Aktion, die ins Leere ging, kann man das sagen? Schon in Ordnung. Gehen Sie nur wieder rein. Ihr Freund, Herr Stenger, wartet auf Sie. Mein Freund? Wie kommen Sie denn darauf? Der Mann ist nicht mein Freund. Ich möchte nur meinen Wein trinken. Ich sagte ja, gehen Sie rein.
Danke. Also der Wagen war es nicht? Nein, aber ich bin sicher, dass er der Mann ist, der Sie mit Stanz verabreden wollte. Gerhard weiß das, aber er sagt nichts. Frage, warum? Bitte kommen Sie herein. Sie sind schon wieder da. Was machen wir nur? Hast du gefragt, was Sie wollen? Natürlich habe ich Sie gefragt. Sie haben nicht geantwortet. Sie sagten nur, lassen Sie uns ein. Das hättest du nicht tun sollen. Mit welcher Begründung? Hab solche Angst. Dazu besteht überhaupt kein Grund. Du redest nicht. Bitte bleib hier im Zimmer, trink deinen bitteren Likör und überlass das Reden mir. Bitte. Danke, guten Tag. Alles gut. Danke. Wer spielt denn hier so herrlich Violine? Das ist Annabelle. Das klingt ja ausgezeichnet. Nicht wahr? Sie ist Virtuosin. Sie gibt morgen Abend in München ein Konzert. Ja, das ist ihr erstes wirklich großes Konzert. Nach ihrer Ausbildung auf dem Konservatorium in Hamburg. Wieder Frau Oswald. Ja, sie hat es als eine ihrer Lebensaufgaben betrachtet, junge Musiker zu fördern. So jetzt auf Fräulein Schönerer. Ja. Also, meine Herren, was wollen Sie? Annabelle übt für ihr Konzert und wir hören ihr zu. Ja, wir dürfen da nicht stören. Ja, das verstehe ich. Wir möchten uns gerne in Ihrer Garage umsehen. In unserer Garage? Ja, wir interessieren uns für Ihre Autos. Welche Autos Sie benutzen? Also bitte, Margarete. Gib dem Herrn den Garagenschlüssel. Die Garage ist nicht abgeschlossen. Vielen Dank. Was sagt man denn da dazu? Was ist denn das für einer? Ja? Austro Daimler. So, das haben wir in den 20er Jahren gebaut. Das ist ja ein Traum von einem Auto, hä? Wie kommt denn der hierher? Initialen. R.O. Regina Aushaupt. Schon wieder. Die Dame spielt eine große Rolle. Mhm. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, einen Wagen unterzustellen? Ein Auto rennt hier nicht hinten. Ganz schön abgesichert für so einen alten Schuppen, was? Ja. Kannst du was sehen? Ja. Die Hütte ist völlig leer. Was? Völlig leer? Da hängt ein Kruzifix an der Wand. Ja, und sonst nichts? Nee, sonst nichts. Völlig leer. Ich sperre eine völlig leere Hütte ab. Nachforschungen beendet? Ja, besten Dank. Und Donna Wetter, sie spielt wirklich ganz ausgezeichnet. Ja, Sie sollten sich das Konzert morgen Abend anhören. Sag bloß, dass du Musik nicht gerne hast. Doch,
Natürlich. Mich stört nur, dass man zwischendurch nicht mal aufstehen kann. Zu lange. Sowas dauert mir einfach zu lange. Was machen Sie denn hier? Ehrengäste. Ja, ja, natürlich. Warum auch nicht? Von wem haben Sie eigentlich die Karten? Doch nicht etwa von Frau Osshardt? Nein, von Ihrer Tante. Von meiner Tante Helene, natürlich. Haben Sie Verwandte? Ja, ich habe tatsächlich welche. Auch Tanten darunter, die nicht ganz richtig im Kopf sind? Verzeihung, nichts gegen alle Tanten dieser Welt, aber manche sind schon sehr anstrengend. Oh, Sie sind gekommen. Ja, aber natürlich. Das ist sehr gut, sehr gut. Die Polizei ist anwesend. Sie wird sich davon überzeugen können, wie richtig es ist, junge, begabte Menschen zu fördern. Und darin auch unermüdlich zu sein. Das ist ein großer Augenblick für Sie, Frau Osshardt. Ja, das ist es. Ein Augenblick größter Befriedigung. Ist es gut besucht? Ja, wie geht es, Annabelle? Wie ist Ihre Stimmung? Ich weiß es nicht. Aber das ist doch das Wichtigste, was uns alle interessiert. Bitte zeigen uns unsere Plätze, ja? Ja, natürlich. Sie entschuldigen uns. Aber ja, natürlich. Hi. Unsere junge Künstlerin. Ah ja, ich verstehe. Du hast noch etwas Zeit. Mhm. Ja, bitte? Guten Abend. Guten Abend. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, aber wir haben uns vorgestern gesehen im Haus Abendfrieden, als Sie ankamen. Ach ja, ich erinnere mich. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Tja, wir haben zwei Ehrenkarten bekommen und ich wollte nur sagen, dass wir uns sehr auf den heutigen Abend freuen. Sie freuen sich, aber ich bin sehr nervös. Ach, Sie brauchen doch nicht nervös zu sein. Ich habe Sie gestern Mittag gehört. Gestern Mittag? Ja, wir waren draußen und ich habe Sie zufällig spielen hören, also so wie Sie spielen, brauchen Sie bestimmt keine Angst zu haben. Ich habe Sie, aber ich muss Sie wahrscheinlich auch haben. Verzeihen Sie, welche Beziehung haben Sie eigentlich zum Haus Abendfrieden? Ja, ich bin durch Herrn Stanz, bin ich mit dem Haus Abendfrieden bekannt geworden. Herr Stanz? Ja, ich habe diesen Namen mal gehört. Frau Osshaupt hat ihn mal erwähnt. Es ist ein entfernter Verwandter von ihr. Sie kennen Frau Osshaupt? Ja. Ich verdanke ihr sehr viel. Schade, dass sie nicht da sein kann heute. Ja, aber sie ist doch da. Frau Osshaupt? Aber sie ist doch krank. Sie ist doch gar nicht in München. Aber ich habe sie eben gesehen. Was? Frau Osshaupt ist nicht dabei. Ja, aber die Dame neben den beiden Schwestern. Das ist Frau Balotti, eine ehemalige Schauspielerin. Die ist krank und gar nicht in München. Ja, und unsere Frau Osshaupt? Das ist eine ehemalige Schauspielerin. Die uns was vorgespielt hat. Ja, und die anderen haben das alles gewusst. Also, Moment mal. Das Mädchen sagt im Dodo-Haus. Ja, sie ist dort untergebracht, sie weiß aber nicht, wo es ist. Dodo. Wie heißt Tod auf Bayerisch? Tod? Dodera. Dodera Haus. Totenhaus. Das Kruzifix. Thank you.
Kommen Sie bitte mit. Mitkommen? Wohin denn? Kommen Sie, bitte. Was. Ein Sarg. Und wer ist in dem Sarg? Frau Osshaupt. Frau Osshaupt war es, die an Annabel geglaubt hat, die sie finanziell unterstützt hat. Ja, ohne diese Unterstützung hätte Annabel ihr Studium aufgeben müssen. Annabel, hattest du Geld? Nein. Nein, nicht einen Pfennig hatte sie. Nur Talent. Und was für ein Talent. Das, Frau Osshaupt, förderte sie allein mit ihrem Geld. Sie bekam eine hohe Pension. Sie konnte sich diese Unterstützung schon leisten mit dieser Pension. Sie hat schon immer ein schwaches Herz gehabt. Sie bekam einen Infarkt. Sie hinderte uns daran, zum Arzt zu gehen. Sie sagte, es geht zu Ende. Ich weiß es, ich fühle es, holt keinen Arzt. Ja, das hat sie gesagt. Und dann machte sie uns einen Vorschlag. Wenn ich sterbe, dann meldet meinen Tod nicht. Ihr wisst es, ihr und niemand sonst, und sonst niemand wird sich auch dafür interessieren, denn ich stehe ja allein, völlig allein. Und, aber ich bekomme auf diese Weise meine Pension weiter. Ihr bekommt sie, nein, Annabel bekommt sie. Ich kann fertig studieren, denn an dieses Talent glaube ich. Ich habe mich auch nie geirrt. Ja. Sie ist gestorben und wir haben es nicht gemeldet. Wir haben sie begraben. Wir. Wir alle gemeinsam. Feierlich. Mit allen Ehren. Und wir haben die Pension weiterempfangen. Annabels Studium bezahlt und wir haben ihren letzten Willen erfüllt. Ihr Vermächtnis. Sie haben damit kein Vermächtnis erfüllt, Sie haben die Gesetze übertreten. Wann starb Frau Osshaupt? Vor über einem Jahr. Es ging alles gut. Ja. Bis die Erbschaft kam und ein Herr Stanz sich meldete. Da gerieten wir ernstlich in Schwierigkeiten. So, und jetzt kommt Ihre Geschichte, nehme ich an. Ja, ja, das ist richtig. Jetzt beginnt meine. Sie werden mir das vielleicht nicht glauben, aber ich hatte keine Ahnung. Das, was Sie da jetzt hörten, das habe ich vor 3 Tagen erfahren. Zum ersten Mal erfahren. Ich war völlig fassungslos. Ich sah auch überhaupt keinen Ausweg. Ich wollte ja niemanden reinreißen. Meine Tanten, die alten Leute. Ja gut, und da habe ich mich dann mit Stanz verabredet. Ich wollte ihn überreden. Ich wollte ihm die Wahrheit sagen und hoffte, dass er den Mund halten würde. Schließlich hätte er das ja alles sowieso gehabt. Sie hatten sich mit Stanz verabredet, 7 Uhr abends. Wissen Sie, ich habe eigentlich alles falsch gemacht. Aber es ist manchmal verflucht schwer, einen Fehler zu vermeiden, besonders wenn man in eine solche Zwickmühle gerät. Gut, ich bin dann zu dem Lokal hingefahren. Und da sehe ich jemanden in sein Auto steigen. Ich dachte nur, fabelhaft, er fährt weg zum Parkplatz. Und der Wagen fuhr noch schnell für mich. Mensch, pass doch auf! Da wusste ich noch nicht, dass es Stanz war. Der Mann, mit dem ich mich verabredet hatte und der nun
tot auf der Straße lag. Und jetzt kommt der Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe gesehen, wer Stanz überfahren hat. Wer war's? Die Wirtin des Lokals, Frau Stenger war's. Sie saß am Steuer. Frau Stenger hatte Streit gehabt mit ihrem Mann, war aufgeregt, hatte sich in den Wagen gesetzt und war losgefahren. Und hat dann wie in Panik reagiert, als sie gemerkt hat, was passiert war. Ich bin dann zu Stenger und habe ihm gesagt, deine Frau, Beate war's. Ich habe sie erkannt. Aber er bat mich, nichts zu sagen. Er flehte mich an. Da war ich in der Klemme. Was sollte ich denn tun? Ja. So war's.